Geht Ihnen die sogenannte geschlechtergerechte Sprache auch so auf die Nerven? Ignorieren Sie sie oder wissen Sie im Moment gar nicht, worüber ich spreche? Gut, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, denn immerhin gibt es bereits einen Duden für geschlechtergerechte Sprache. Da wird aus dem Mitarbeitergespräch ein Mitarbeiterinnengespräch, aus dem Fußgänger ein zu Fußgehender und aus dem Schülervertreter wird ein Schülerinnenvertreterinnen. Na, wie auch immer. Kein Wunder, dass auch schon ein Hühnerinnenfilet und ein Fahrspurende zur Verwirrung führen kann. Ja, und fast unbemerkt hat sich die geschlechtergerechte Sprache in unseren Alltag eingeschlichen. Es beginnt mit der simplen Begrüßung, die Sie alle kennen, diese Doppelung, liebe Bürger, liebe BürgerInnen, bis hinein in die Verwaltung, die Straßenverkehrsordnung und selbst die Bibel blieb nicht verschont, den Feministinnen sei Dank. Geht mich nichts an, sagen Sie? Aber wenn das Verweigern zum Nachteil führt, werden Sie vielleicht anders denken. Studenten und Schüler werden quasi zur Gendersprache gezwungen, wenn sie nicht schlechter benotet werden wollen. Mitarbeiter der Verwaltung müssen Gendersprache verwenden und Unternehmen müssen ihre Stellenausschreibung geschlechtergerecht formulieren, wenn sie nicht wegen Diskriminierung belangt werden wollen. Und die millionenfache Verschwendung von Steuergeldern sei ja auch nur mal nebenbei erwähnt. Wozu also der ganze Gender-Zauber? Offiziell wird ja behauptet, dass man uns Frauen durch Sprache sichtbarer machen möchte und uns aus der jahrhundertelangen Unterdrückung durch die deutsche Sprache endlich befreien will. Während Frauen also in der dritten Welt wirklich um ihre Rechte und um Gleichberechtigung kämpfen, führen hiesige sogenannte FeministInnen einen Kampf gegen die deutsche Sprache und wollen den Bürger durch unaussprechliche Sprachkonstrukte nicht nur die Zunge, sondern auch das Hirn verknoten. Worum geht es also wirklich? Wer Geschlechter völlig sinnlos innerhalb des Sprachgebrauchs trennt, spaltet damit auch die Gesellschaft. Die roten und grünen Ideologen treiben damit das voran, was sie angeblich verhindern wollen, nämlich die Trennung der Menschen nach sexueller Orientierung, nach Interessengruppen, Frau gegen Mann, quer gegen divers, jeder gegen jeden, Hauptsache zerstritten. Denn nur eine zerstrittene Gesellschaft lässt sich kontrollieren, erziehen und bevormunden. Und bei der Sprache fängt es an. Denn die Gendersprachregelung ist nichts anderes als der Versuch mit Worten, das Denken der Menschen zu manipulieren. Den rot-rot-grünen Umerziehern in Politik und Medien sei versprochen, die AfD wird diese ideologisch motivierte Verstümmelung der deutschen Sprache niemals akzeptieren. Wir werden uns stets dafür einsetzen, diesen Unsinn wieder rückgängig zu machen und unsere schöne deutsche Sprache zu pflegen und zu erhalten. Darauf können Sie sich verlassen. Ihre Jeanette Ohricht.